Wir haben noch 1000. Achso, 2600 brauchen wir dafür. Ich dachte schon, mit 1000 kann ich mir ein paar Obsidian-Kisten kaufen. Ah, lächerlich. 2600. Na gut, machen wir nochmal verlorenes Schloss. Auch wenn ich dieses Kapitel einfach nur hasse, vor allem langsam mit der Sense. Das ist einfach nur dumm. ...2400? Natürlich nicht. Na gut. Punkteproblem habe ich jetzt nicht unbedingt. Na, der Anfang ist noch easy. So die ersten... ...wahnsinnig. 5, 6 Stages. Bis halt diese hässlichen Ballisten kommen. Die einfach nur unfair sind. GP-Boost bringt natürlich, ja, die Viecher sind natürlich auch, ne? Super nervig. Bam! Das ist natürlich auch noch unfairer. Ja, da haben sich auch schon einige drüber aufgeregt, dass es ein Bug ist, oder. Es gibt irgendwo einen Boss, ich weiß gar nicht, ob es auf der Ebene ist. Der steckt einfach an der Wand dran und der schießt Bomben die ganze Zeit. Du kannst ihn nicht treffen, außer halt irgendwie einen ganz, ganz kleinen Millimeter oder hast eine Fledermaus dabei. Der steckt einfach in der Wand drin. Den kannst du nicht mehr angreifen. Aber er ballert dich ständig mit Bomben. Und dass der Bug komischerweise nicht gefixt wird, ist bestimmt keine Absicht. Das Lustige bei dem 10 Obsidian Angebot, wenn du 10 Kisten so kaufst hintereinander zahlst, da habe ich ausgerechnet 2060 und das Angebot kostet dann 600 Gems, Spaß, also 60 Gems. Ui. So. Angriffsgeschwindigkeitsboost, Frost oder Angriffsgeschwindigkeitsboost? Was machen denn die Ringe? Welche Ringe, Sebastian? Welche Ringe meinst du? Habe ich den Ring um mich drum? Ich glaube nicht, oder? Eins oder drei? Eins, zwei, zwei. Jetzt ist Gleichstand. Hi, Maxi. Die nächste Entscheidung gewinnt. Die bei deinem Professur 1. Naja. Wenn keiner mehr wählt. Ich glaube tatsächlich, ich werde einfach selber alles machen demnächst. Ist mir zu lang, dass ihr einfach votet. Was ist eine Schriftrolle? Yay. Na klar, hab ich lieber was getroffen. Na, Logo. Ich stand unbedingt noch drin. Ab und 30 kommen gerne mit Sensen. Die sind zu allerschlimmsten Kapitel 5. Einfach nicht aufgeben. Wenn man es ja nicht geschafft hat, fühlt man sich mega. Naja, aber es wird halt nicht besser, ne? Es wird gefühlt immer unfairer. Vor allem, du hast einfach keinen Platz mehr, ne? Die stehen halt immer in dir drin. Guck dir mal diese Mini-Ebenen an. Und vergleich es mal mit Ebene 1. Und dann haben die einfach alle 5 Milliarden Projektile. Moin, Ben. Und dann natürlich immer langsame, verzögerte Projektile, dass man nicht mehr darauf achtet. Alles drei Scheiße. Profil, den du anhast über deinen Haustieren ringen an jetzt diese Ringe. Alter, lern schreiben. Moin, Ben! Yo, was geht ab? Ein bisschen Nacho-Stream. Geistes-Crit-Boost, okay. Ich kann planen, was für Ringe du hier siehst. Profil, den du hast. Ach so. Die Ringe, die ich angelegt habe. Oh Gott, nochmal, frag doch mal richtig, ey. Einmal Bonus-Schaden an Bodeneinheiten, einmal Bonus-Schaden an Fernkampfeinheiten. Irgendwann bestimmt mal so ein 3x3 Feld mit 10 Gegnern und alle Nahkampf.
Aber jetzt kommentiert der Wolf als erstes. Der ist easy. Jetzt dash da. Oder auch nicht. Doch, der dash da. Dash nochmal. Dash nochmal. Drei Rüstungsschriftrollen, yay. Autokorrektor, Leute, lest eure verdammten Nachrichten, die ihr schreibt, bevor ihr sie abschickt. Jedes Mal diese Ausrede. Autokorrektor. Geistfrontfeuer plus 1, das heißt, meine Begleiter schießen ein Projektil zusätzlich. Ich finde das eigentlich gar nicht so verkehrt. Oder GP-Boost oder Tosenhofer. Sorry, dass ich nicht weiß, wie man Autokorrektor ausschaltet. Du kannst das Wort korrigieren. Es gibt eine Rückschritt-Taste. Hatte eben eine Runde, da konnte der Boss gar nicht angreifen, weil er immer zurückgestoßen wurde. Hast du Glück, dass es so ist. Es gibt halt auch Bosse, wenn du sie zurückstößt, greifen sie gleich wieder an. Moin, Juru. Zwei Sensen, zwei Schüsse von der Fledermaus. Kopfschuss, nice, und Kopfschuss, und Kopfschuss. Enrico, so ähnlich kommt später wirklich. Paar Skelette und eine Balliste in der Mitte in einem quadratischen Raum und da kann nur so hoch wie breit sein. Einmal nur Asi das spielen. Aber schon, ne? Gear verbessern ist zwar jetzt ein geiler Tipp, Chris. Da werde ich immer ein bisschen aggressiv, weil das einfach keinen Sinn hat. Gear verbessern liegt ja jetzt nicht in meinem. Och, Alter, ernsthaft. So ein Müll. Gear verbessern liegt jetzt nicht in meinem Ermessen, weißt du? Die Rollen, die sind halt super selten. Deswegen ist der Tipp eher nicht so. Geil. Neben die vorgestellten Wörter ist ein Pfeil, da klickst du dann drauf und ganz unten kannst du es dann ausschalten. Aber das ist ja das Geile am Spiel. Naja, Kopfschuss haben wir schon. Ich würde tatsächlich die Eisschwerter benutzen. Was kommt da denn, Alter? Jo, Leute. Hm. 2000 Fledermäuse, 5000 Ballisten. Oh, ein Händler. Ah, leider nein. Ich hätte ganz gerne Schriftrollen. Guck mal, brauchst du etwas? Nö, verzieh dich. GP-Boost? Oh, ich krieg echt kaum noch GP-Boost, ey. Naja, geht schon mit den Rollen, finde ich nicht. Du brauchst 10 bis 15 Rollen für durchschnittliches Level. Das ist ultra heftig. Das ist nicht gerade wenig. Also da kommst du echt kaum voran. Was benutzt die Eisschwerter, diesen Fernkämpfer? Da könntest du zum Beispiel Autokorrektur mal anhaben. Wie du, da ist die Distanz Wurst. Ja, aber Eisschwerter ist ja Nahkampf. Kauf dir den Helden auch für die Gems? Nö, warum sollte ich? Tausend Gems, viel zu viel Verschwendung. Dann spare ich lieber auf die Obsidian-Kisten. Die 10 Stück. Für die 2500 Gems. Leben könntet ihr auch mal wieder bringen. Ich brauche 30 Räume, um die auf Level 18 zu bekommen. Zum Beispiel jeden zweiten Tag habe ich genug für ein Level. Jeden zweiten Tag? Ja, dann spielst du aber intensiv, Chris. Dann spielst du echt jeden Tag jede einzelne Energie, die du hast. Ach, komm, leck mich, ey.
Du sollst Autokorrektur nicht aushaben, du sollst einfach nur lesen, bevor du irgendwas abschickst. Ich habe nie gesagt, dass du es ausmachen sollst. Ich habe nur gemeint, lies doch bitte mal, bevor du was schreibst. Alter, nur Müll! Nur Müll! Nee, Spiel intakt, vielleicht so 2 bis 3 Runden, weil Kapitel 7 so frustrierend ist, ohne gut zugehört, weil ich es nicht habe. Wo kriegst du denn die ganzen Rollen her? Du brauchst 30 Rollen, das heißt, du kriegst 15 Rollen am Tag. Nicht schlecht, also ich müsste dafür meine gesamte Energie spielen und das halt tagelang, um halt irgendwie mal ein paar Rollen zu kriegen. Naja, die Rollen, also du kriegst nicht wirklich viele Rollen von dem Offline-Skill. Zumindest. Welchen Skill hast du denn? Welche Stufe hast du denn in den Idle Skill? Tod ist irgendwas Müll, stark ist jetzt genauso. Ah ja, der ist schon wieder. Naja, verdammt, falsch hingestellt. Lächerlich, ey. Gut, 10 Rollen kriege ich ja tatsächlich für einen Run, aber das ist Luck. Das ist echt Luck gewesen. Den Skill habe ich auf Level 6. Ja gut, dann wundert mich das nicht. Hey, Fauni. Wieso nimmst du Kopfschuss? Der Rest ist noch mehr Müll gewesen. Und Kopfschuss habe ich halt insofern nur, wenn die unter 30% leben, haben wir Kopfschuss. Bei dem anderen Kopfschuss hast du denen die Chance sofort. Aber ist egal gewesen, der Boss hat mich gekillt ohne Probleme.